herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmerunde von Knights and Dragons German. Es ist mal wieder eine Mittwoch-Donnerstag-Folge. Dementsprechend geht es um die Queen Nettle oder die Nessel Queen. Nessel Königin, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Ja, mein Problem ist, ich brauche im Augenblick brauche ich zwei Helden, um sie zu schaffen. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet. Wir haben schon Donnerstag und bin jetzt praktisch gewinnstufentechnisch hier. Ja, habe eigentlich auch vor, die 60 wieder zu schaffen, weil ich natürlich die Schlüssel haben will, um eventuell Agnihörner zu farmen, was natürlich nur bedingt funktioniert. Das werde ich auch nachher hier mit den 60 freien Schlüsseln tun, die ich hier dann schon wieder habe und so weiter. Im Augenblick müsste ich, glaube ich, noch 7 oder 5 brauchen, so um den Dreh rum. Also wäre ganz toll, wenn wir natürlich die jetzt dann mit den 60 Schlüsseln bekommen. Aber reden wir erstmal über die Nessel Queen. Das ist ja dann auch in ein paar Minuten so weit, dass ich das machen kann. Eine Luft-Erde-Rüstung mit angenehmen Werten, sage ich jetzt mal. Habe ich manch schlechtere Rüstung noch in meinem Sortiment. Habe aber auch die Hoffnung, dass das sich irgendwann verbessert. Ja, ansonsten, worauf ich mal hinweisen wollte, wir haben hier... Oh, wir haben hier die Möglichkeit, in 8 Stunden 38 noch 8 Windstreaks zu bekommen und kriegen dafür 3 Gems. Vielleicht mache ich das noch. Nein, also ich wollte eigentlich hier drauf zu sprechen kommen, dass wir hier die Möglichkeit haben, praktisch durch Quests mit den Pets Köder zu bekommen. Und jetzt sollen wir halt hier noch ein bisschen was erwulfen, also fusionieren. Mehr halt nur die Frage, was. Ich bin jetzt hier leider nicht so toll aufgestellt, wie ich das gerne hätte. Vor allen Dingen können wir mal kurz gucken, ob ich vielleicht noch 1, 2 große, 2 Assorted Beans haben wir noch. Die machen wir noch. Ja, und auf jeden Fall durch die Quests kriegt man einerseits sowieso als Auflage entweder Levels, Dings hochzuleveln, beziehungsweise nein, hochleveln wäre auch der falsche Wort, ist zu evolutionieren, also praktisch zu fusionieren, oder aber Kämpfe mit dem Pet an der Seite zu machen, was normalerweise auch relativ easy geht, ja. Zur Not nimmt man das einfach für Level und kämpft da halt ein paar Mal. Oh. Ja, ungefähr darauf habe ich gehofft. Ja, und dann hat man natürlich die Möglichkeit, einerseits da Erfahrung und Items zu sammeln, unter anderem auch Köder, oder halt dann, wenn man die hoch fusioniert, dann bekommt man natürlich auch da ein bisschen was. So, dann gehen wir gerade mal wieder zu den Pets. Pets and Potions, Pet Evolution. So, was können wir denn da machen? Ja, jetzt habe ich, also die Idee war mal gewesen, dass ich die hier hochlevel und habe hier schon einen zweiten Level 2 Drachen, Mystic Level 2 Drachen. Aber das ist voll teuer eigentlich, ja. Das könnte ich gerne mal zeigen. Mystic Pets habe ich jetzt nicht mehr so viele. Zweier Pets allgemein. Ich könnte vielleicht einfach mal den hier nehmen. Mal hier gucken. Dann nehmen wir gerade die Elefanten und hauen die damit in die Pfanne. Ja, und durch das Evolutionieren kommen die praktisch ja erstmal innerhalb ihrer Sterneklasse weiter, außer sie werden krank, dann sind sie für 3 Tage gesperrt, knapp 3 Tage. Oder aber sie bleiben gesund und werden dann halt praktisch in der Sterneklasse nach oben evolutioniert, um dann die 2-Sterne-Pets gehen zum Beispiel bis Nummer 3. Können wir ja hier eigentlich ganz schön mal zeigen. Also das hier ist jetzt ein 3er-Pet. Ein 1er-Pet auf Level 3, so rum. Ein Sterne-Pet auf Level 3 und das wird dann praktisch beim nächsten Mal mit in die nächste Stufe genommen. Was ziemlich lustig ist, es funktioniert manchmal, dass die nicht voll aufgelevelt sind und trotzdem in die nächste Stufe rutschen. Das können wir vielleicht irgendwann jetzt mal zeigen. Ich hatte auch schon Fusionsfolgen gemacht, wo das funktioniert hat, aber wir schauen jetzt hier mal. So, also man sieht hier, wir haben einen ganz kleinen Raritäten-Up-Chance.
Das Ganze könnte man natürlich hier noch durch Potions verbessern. Ich habe hier einen Raritätenabboost, habe ich hier sogar. Da können wir nachher vielleicht mal einen Drachen nehmen und den versuchen, mit so einem Raritätenboost vielleicht sogar in ein Vierer-Pet zu verwandeln, ja. So. Das einzige Problem ist, was ich eigentlich gehofft hatte, war, weil ich habe dann zum Beispiel auch hier die Zweier und dann auch die, ja gut, die Dreier werden sowieso zum Drachen, die Zweier gehabt und hatte gehofft, wenn die dann funktionieren und ins nächste Sternenlevel sozusagen kommen, dass dann auch das Pet-Level mitgenommen wird, dass man dann praktisch nicht in Z also zwei Zweier oder drei Zweier genau genommen hier dann fusioniert mit zwei Sternen und dass dann ein 3-Sterne-Level-3-Pet rauskommt. Das ist nicht der Fall. Ich hatte leider da auch mal nur einen normalen, also nur einen normalen Drachen. Also ich habe dann einen normalen Drachen rausbekommen, was auch schon gut ist. Ich möchte mich nicht beschweren, doch eigentlich schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es wäre natürlich noch cooler für mich gewesen, wenn das tatsächlich geklappt hätte und ich da dann ein riesen Drei-Sterne-Pet gehabt hätte. Vierer-Pets habe ich leider noch nicht, kann ich euch leider nicht mit dienen. Vielleicht, wenn dann wir wirklich diesen Raritäten-Boost hier bekommen, benutzen. Vielleicht mal gucken. Wir haben hier drei Wasserdrachen. Ja, gucken wir mal, wie wir was machen. Das ist ja echt ärgerlich. Die werden auch alle krank. Die besten Chancen, dass sie nicht krank werden, hat man wohl, wenn man nicht zu viele Elemente miteinander vermischt. Aber das Krankwerden ist eigentlich an sich jetzt nichts Schlimmes. Vielmehr nerven mich hier die Preise. Ich meine, die Fusionssterne, die sind mir jetzt ziemlich egal. Aber hier das Gold, das nimmt rapide ab. Das ist voll fürchterlich. Ich habe dann auch ein paar Amulette hochgemacht, ein paar Ringe hochgemacht. Dann vor allen Dingen noch ein paar Rüstungen auch hochgemacht für ein Event, was ich mitmachen wollte. Und das war total schlimm. Ja, jetzt sitze ich praktisch da und habe fast nichts mehr. Also fast nichts mehr ist auch Jammern auf hohem Niveau. Versteht mich nicht falsch. Natürlich habe ich noch einiges an Geld und überhaupt, aber, also an Gold. Aber es ist halt so, dass ich schon eigentlich immer gerne was auf der hohen Kante gehabt habe und das jetzt halt nicht mehr habe. Der sehr hohen Kante. Ich war ja zwischenzeitlich bei fast 20 Millionen, ja. Aber gut. So, das wird auch besser. Und auch wieder krank. Gut, aber Feuer und Wasser zu fusionieren ist ja auch. Mal ganz kurz gucken, wie weit wir hier jetzt vom Quest her sind. Wir müssen noch. Vielleicht noch 1, 2. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir hier jetzt vielleicht noch ein bisschen Drachen hinkriegen. Hier haben wir nur 4 Stück. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir es nicht schaffen. Also der wird jetzt auf Level 3 kommen, wenn er überhaupt dann auch nicht krank wird. Aber da sieht man auch, alles Mystik und die Wahrscheinlichkeit, dass er krank wird, war relativ gering. Genau, und jetzt haben wir hier den Level 3er. Problem ist halt, dass ich davon jetzt auch 3 Stück bräuchte und die habe ich definitiv halt nicht. Da müsste ich noch ein bisschen fusionieren. Und das wird, glaube ich, dann diese Folge nichts mehr. Aber ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass es diese Quests jetzt gibt, weil natürlich ist es ein bisschen zeitaufwendig, aber so oder so sollte man gucken, dass man seine Pets irgendwie hochlevelt. Hier wird man noch dafür belohnt, dass man das tut. Ist ja eigentlich eine super Sache. Und dementsprechend, ja, sollte man das meiner Meinung nach auch machen, ja. Weil so oder so wird man irgendwann höhere Pets haben wollen. Ich habe am Anfang habe ich die Silberstern-Pets zusammen fusioniert, weil man da jeweils immer nur eins braucht, damit es halt relativ schnell geht. Weiß ich nicht, ob das wirklich so lohnenswert ist, ja. Das müsst ihr für euch entscheiden, weil ich einfach auf diesen Bonus hoffe, dass es ein Level überspringt. Wenn jetzt zum Beispiel gleich ein Drache rauskäme, da habe ich mehr davon, als wenn dann so ein Silber-Pet dann zu einem Gold-Ein-Sterne-Pet wird, ja. Da für das Quest ist es natürlich einfacher und billiger, aber ja, muss nicht sein. Ich habe das jetzt mal geskippt, diese ganze Geschwafel da immer fürchterlich. So, zwei davon. Jetzt ist die Frage, ja, es geht noch weiter. Ich bin dieses Mal auch sehr spät dran. Ja, hier gibt es dann nochmal 12 Pets hochleveln und da gibt es dann 3 von den Bohnen dafür. Da hat man ja dann die Chance auf ein Dreier-Pet. Oder eine sehr gute Chance auf ein Dreier-Pet. So, also wir hatten gesagt, wir können jetzt nicht noch
Davon haben wir jetzt zwei. Wir bräuchten jetzt hier noch einige. Och, das nervt. Müssten jetzt hier einige noch hoch machen, bis die dann auf 2 sind, bis die dann auf 3 sind. Dann könnten wir hier. Ah ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen oder in dem Finger in dem Fall und klickt sich dann durch. Aber keine Angst, ich will das jetzt nicht mit euch durchmachen, auch wenn ich immer wieder höre, macht doch mal längere Folgen, aber ich finde halt, die Mittwoch-Donnerstag-Folge ist ja eigentlich eher eine Folge, um den Epic Boss vorzustellen und einen kurzen Abriss zu machen und nicht unbedingt dafür gedacht, da jetzt abendfüllende Folgen draus zu drehen. Was natürlich auch in Ordnung wäre, aber da braucht man halt auch Themen, so wie das jetzt. Und ich will ja mit euch noch ein paar Kisten aufmachen, weil ich für mich halt persönlich denke, dass das eher das ist, was spannend ist. Und vielleicht auch das, wo ich dann irgendwann sagen kann, Edgebert, ich habe gute Kisten bekommen, ihr nicht. Meistens ist es ja eher andersrum, ja, wobei das eigentlich auch kein Wunder ist, sage ich jetzt mal, weil ich habe ja doch das Glück, dass ich ein paar Zuschauer habe. Wenn ich bei den Kisten Pech habe, dann ist es meistens so, dass bestimmt eins oder zwei davon, die meine Videos gucken, dann doch mehr Glück haben. Und ich meine, ich gönne es ja auch allen anderen. Aber ich würde es mir auch gönnen. Ja, ja, und auf jeden Fall, dass es dann darunter halt Leute gibt, die sagen, hey, ich hatte gleich bei der ersten Kiste schon das und das und das drin. Es ist halt nun mal so. Ja, wenn man genug Leute nimmt, die Wahrscheinlichkeiten sind halt auch nun mal da. Ich hatte ja auch schon Glück bei Kisten und was ich früher auch vor allen Dingen für ein Glück hatte, wo ich meine erste Epic Plus bekommen habe und so Scherze. Das war schon cool, ja, aber das, ja, wie soll ich sagen, ist halt nun mal so. Manchmal hat man halt auch Pech. Und, ja, das Spiel kostet einen genug an Geld, an Lebenszeit, an Nerven auch manchmal. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr das Spiel spielt. Aber gut. Lieber das Spiel spielen, als dass man irgendwie in der Schule Amok läuft oder so. Also falls man jetzt noch Schüler ist. Ich dann halt auf der Arbeit oder so. So. Ich will eigentlich jetzt hier noch 2 Stück haben, damit ich dann praktisch darüber, aber das wird wohl nichts. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Vor allen Dingen halt auch wieder so viele kranke Pets. Aber gut, beim nächsten Mal, wenn wieder die Quests sind, weil das ist jetzt auch schon die zweite Woche. Bei der ersten Woche habe ich es sehr spät erst gesehen und wollte es dann eigentlich auch noch mit ins Video aufnehmen, habe es dann natürlich auch wieder verpeilt, dass ich das eigentlich wollte und so Sachen. Und dementsprechend, weil das jetzt wieder kam, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt wöchentliche Quests sind, die anscheinend wochentechnisch an die Quests von der Arena gekoppelt sind. Dementsprechend muss man jetzt einfach mal gucken. So, wir haben 6 Stück, das bedeutet, wir kriegen 3 von denen, 3 von den Dreiern, dann brauchen wir ja nochmal 2, 4 von den Zweiern bekommen. Ja, wir brauchen jetzt auch ein paar, also so ist es ja nicht. Glücklicherweise werden auch die gezählt, wo kranke Tiere rauskommen bei. So. Und wenn das jetzt noch gesund wäre, wäre ziemlich cool. 31 Einsterne Feuerpads. Das ist natürlich auch lustig. Und was halt auch noch ist, also eigentlich die Einsterne Pads sind eigentlich auch perfekt zum Hochleveln, ja. Wenn die jetzt alle wegfusioniert, dann ist natürlich auch blöd. So. Jetzt darf nur keins mehr davon krank werden. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, sieht man, ist fast nicht gegeben. Aber auch dafür gibt es ja Tränke, damit die Krankheitswahrscheinlichkeit gesenkt wird. Aber gut. Mystic. Ja, da haben wir schon das erste Dreierpad. Und das geht halt hier recht gut, weil man da immer nur ein Teil braucht und es kostet auch nur 25.000. Wenn ich überlege, früher hat eine Rüstung vom Epic Boss hat, glaube ich, 500.000 gekostet. Und dann, jetzt muss man sich erst zusammensparen. Also, ich weiß es. Hört sich immer an, wie wenn der Opa vom Krieg erklärt. Also so ging es mir früher. Ich weiß nicht, ob ihr noch Opas habt, die im Krieg waren. Oder Großvater mittlerweile. Naja, auf jeden Fall, es ist wirklich so. Also früher war das eine Riesenstange an Schwierigkeit. Auch 25.000 wäre schon viel gewesen. Jetzt mittlerweile bei Knights and Dragons ist das ja alles ein bisschen runtergegangen von den Kosten. Wobei ich ja immer noch hier am Motzen bin, dass es zu wenig Geld hat und so. So, Mystic wollten wir. Genau, jetzt haben wir schon 3.
Und jetzt haben wir gleich 4 davon. Und hoffentlich auch noch gesund. Und dann können wir nämlich noch zweimal die Fusion bis ins nächste Level machen. So, weil dann kommen wir damit, glaube ich, auch nicht wirklich weit. Genau, weil 2 Stück davon, die kann ich dann nicht weiter fusionieren, weil ich dann 3 Stück brauche, oder? Nein, doch, weil ich. Doch, weil ich 3 Stück brauche. 1, was steigen soll, und 2, die es boosten. So, hier sieht man auch gleich, der Raritäten-Up ist voll und ich sehe gerade, es kostet auch 500.000. Ja. Dafür, dass das so ein kleines Pet ist, ist das ja eigentlich voll viel. Ah, tut mir gerade schon wieder in der Seele weh. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da sind wir nicht. Da sind wir. Dann machen wir es noch einmal. Gerade mal echt 500.000. Das ist ja schon böse. Kein Wunder. Also ich habe die ganze Zeit immer gedacht, naja, du fusionierst so viel hier mit 50.000, mit 25.000. Aber 500.000, das fällt mir ehrlich gesagt auch jetzt erst so richtig. Ja, und dann ist noch eins krank. Na, super. Mal auf Mystic gehen. Also, da sind wir hier so weit. Wäre es ja echt überlegen, zu überlegen, ob man wirklich nur die kleinsten Pets nimmt. So, geschafft haben wir es. Ja, ja, you have done. Ach, was weiß ich. War jetzt erfunden. Ich habe es nicht wirklich gelesen, falls es euch aufgefallen ist. Ihr braucht nicht zurückspulen. Nein, ich habe es nur erfunden, was da steht. Also, herzlichen Glückwunsch. Wir haben das. Danke. Nochmal. Ich glaube, die spinnen, die Römer. Ach. 15 Mal noch. Oh, ja, also ganz nett ist auch, wenn ihr hier einfach flippt und dann hier und hier und für 10.000. So. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt würde mich dann nur gleich mal interessieren, wenn ich 2 Stück davon habe. So, flip. Was war das? Machen wir dann mit Erde. Erde und das. Wie viel das dann kostet, bis ins nächste Level zu bringen. Weil 10.000 geht. Also, ja. Könnt ihr mal gucken, bei wie viel ich angefangen habe. So, Erde. Das eine, zwei. So, würde mich jetzt einfach mal interessieren. Das ist schon gleich bei 100.000. Ich glaube, die spinnen die Römer. So, Flip Order. Wir wollen das hier. Also 10.000 gebe ich aus, mehr nicht. Muss man dann nur aufpassen, wenn man die dann zum Leveln benutzen möchte, dass man dann nicht das eine Pet wegmacht, das man hochgelevelt hat, um Items abzugreifen auf der Karte. So und so. Ja, das geht dann auch schön schnell. Und ist vor allen Dingen nicht ganz so teuer. Ich Vollfisch. Ich habe das echt mit den 500.000 habe ich nicht so gesehen, ja. Ach, da fällt mir noch ein, wir wollten ja eigentlich noch ein Highlight machen und wollten jetzt hier was hochmachen. Auf Stufe 2. Wäre die Frage, ob ich den Mairdrake hochmache. Das Problem ist, weil ich hier ja praktisch, ja, 3 Pets hinten dran mache, werden die Level zusammengezählt und dann durch 4 geteilt. Bedeutet im Klartext, der Mairdrake hat 45 plus 3 sind wir bei 48, geteilt durch 3, rechnet es euch selber aus. Ich bin gerade ganz schlecht. Auf jeden Fall viel zu wenig, ja, das ist schade drum. Andererseits geht natürlich die Grundfähigkeit auch hoch und so weiter, also wäre das zu überlegen. Was ich eigentlich gern noch als Pet hochmachen würde, wäre so ein Skyfeather, weil denen ihre Fähigkeit mir gut gefällt. Dann machen wir das doch mal. Wir nehmen mal das hier und nehmen einfach die 3 Wasserdrachen mit dazu. So. Und hier machen wir jetzt, drückt mir die Daumen, dass es was bringt, weil ich habe ja diesen Raritäten-Boost. Den nehmen wir hier jetzt mal mit rein. Für 150 Gems könnte ich auch noch mehr oder hier einen Boost-Boost oder Boost-Boost-Boost oder ich glaube, das ist nur, damit sie nicht krank werden. Das ist voll blöd. Das brauchen wir jetzt nicht. Könnte ich hier auch ein Wild... Ja. Könnte ich reinmachen, aber ist die Frage, ob es das jetzt bringt. Weil, also wenn ich jetzt wüsste, dass es vielleicht ein Hack gibt oder sowas, dass wenn das ganz voll ist, dass man dann auch, aber es geht hier wohl wirklich nur um die Gesundheit. So, ja, dann drückt mir mal die Daumen. Also wir haben jetzt zumindest eine etwas erhöhte Chance, dass es praktisch gleich ein Level überspringt, also ein
eine Fusionsstufe überspringt und gleich zu einem 4-Sterne-Pet werden würde. Oh, das wäre jetzt so cool. Natürlich nicht. Weil der trotzdem böse aussieht. Oh, böse. Ja, nur ein Level, also nur ein Level 2, aber schon gut. Okay. Also das war jetzt soweit, ja. Jetzt könnte man natürlich, das Problem ist halt auch wieder, hier braucht man jetzt auch wieder drei Stück, die auf Level 2 sind, um den dann auf Level 3 hochzubringen. Soweit ich weiß, gehen die hoch bis Level 4 und werden dann erst zu einem 4-Sterne-Pet. Also ja, schwierig. Den Rest mache ich dann offline, also offscreen, dass ich da dann die restlichen Sachen noch abgreife. Das sind jetzt auch nur noch ein paar, das kriegen wir hin. Und das hier werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Ja, dann können wir hier jetzt doch mal gegen die Nesselkönigin kämpfen. So. Ja, da ist auch hier mein Stufe 2 Drache. Der aufgelevelte. Ich hoffe, dass ich den aufgelevelten genommen habe. Ja, Mystic Erderüstung ist bei mir nicht ganz so toll. Problem ist ja, wir hatten ja letztens auch einen Raid mit diesen Elementen. Ja, das ist dann schon schwierig, ja. Deswegen ist mir auch am Anfang gar nicht aufgefallen, dass ich eigentlich weniger Schaden mache, als ich machen sollte. So, die Nestle Queen Hammer. Dann wollten wir hier Chests machen. Ich meine, hier gibt es natürlich auch wieder super toll hier, bla bla bla. Ja, ich habe dann erst später herausgefunden, dass das ja in Wirklichkeit gar keine Set-Schmuckstücke sind, sondern Epic-Schmuckstücke. Das hatte ich vorher nicht so kapiert. Ja, hier gibt es auch Agni-Hörner. Aber ganz ehrlich, wenn da die Wahrscheinlichkeit genauso groß ist wie hinten, was sie wahrscheinlich nicht ist, dann, naja. Ja, und hier die Level 4 Tiere, das ist natürlich schon, sieht schon krass aus, ja. Und von den Werten her, früher hatte mein Hauptcharakter solche Werte, also nicht mal solche Werte. Ja, also, gut. Wie auch immer. So, 6 Stück? Nee, die machen wir dann. Wir machen jetzt hier erstmal die 54. Drückt mir die Daumen, dass es Agni-Hörner gibt. Oder vielleicht mal das Atoll-Steckhorn, damit ich dann. Wir skippen das. Damit ich dann endlich mal das Set vollständig habe. Aber es sieht duster aus. Ist nur wieder viel zum Fusionieren mit dabei. Ja, Fusionssterne, weil ich mich vorhin so darüber beschwert habe, gab es früher auch seltener. Naja, das war auch mal ein guter Ring, mittlerweile auch nicht mehr. Fusionssterne gab es früher auch sehr wenig, die musste man dann auch farmen. Da gab es dann richtige Anleitungen, wo man am besten immer wieder hingeht, um da immer wieder zu fighten und Schlüssel und. Oh, na gut, wird schon nichts Wichtiges drin gewesen sein. Schlüssel und Fusionssteine zu farmen und so weiter, das ist, wenn man redet. Ja, das ist ein 4 Sterne mit 67 Leben. Das ist schon mal nicht schlecht für Raids zum Beispiel, wo meiner Meinung nach mittlerweile ja wirklich es meist eher auf die Lebenspunkte ankommt. Wenn natürlich die Rüstungen an sich einigermaßen stimmen. So, jetzt skippen wir auch das. 3 Sterne. Ja, super. Was haben wir hier? 67 bleibt, also scheinbar keine Gems. Ja gut, die Nemesis braucht kein Mensch. Ja, 4 Sterne. Ja, geht schon. Könnte besser sein. So, um nur noch mal drüber zu gucken, ob es nicht vielleicht doch irgendwie. Also hier haben wir natürlich die Schmuckstücke immer noch. Hier haben wir keine Schmuckstücke, die gibt es mittlerweile auch nicht. Hier habe ich die Schmuckstücke zu. Hatte ich die schon immer da dazu? Oder habe ich die jetzt tatsächlich gezogen? Ich bin gerade voll verwirrt. Na gut, keine Set, keine Set, keine Set. Hier die Atoll Vanguard, die habe ich ja aus einer Kiste und auf meinem anderen PC habe ich beide Ringe. Also Ring und anderen PC auf meinem Handy-Charakter sozusagen, den ich auch auf dem anderen PC spiele, habe ich beides. Hier habe ich natürlich nur das eine. Super.
Ist jetzt nicht so, dass die Rüstung an sich super toll ist. Ich meine, die ist nett, ist aber dafür halt auch eine Mono. Ja. Ansonsten war es das, glaube ich, schon an Set-Rüstungen, die ich hier habe. Ich bin jetzt echt mal am gucken. Hat nicht einer von denen die an? Der hier hat doch die Deep Sea an. Ringe, was hat er denn? Achso. Ne, ne, ne. Deep Sea Koralle. Die muss ich schon gehabt haben, weil die ist Level 5. Und hier noch die Deep Sea, ja doch. Tatsache, die habe ich beide schon ein bisschen aufgelevelt. Habe das aber anscheinend verdrängt, dass ich die habe. Egal. Ja. Weiß jetzt gar nicht, was ich vorher für Werte habe. Geht doch mal im Video zurück und guckt, was ich vorher für Werte hatte. Ich meine, wirklich sehr viel besser ist es wahrscheinlich nicht, aber wenn ich die mal noch hochleveln könnte, das zumindest dann. Was bringt es denn, wenn die da ist? Na gut, es bringt 46 Leben und ein bisschen Verteidigung. Also ein bisschen. Ist schon gut eigentlich, ja. Und wenn man das jetzt noch hochlevelt, was macht der Ring? Der macht auch Verteidigung hoch. Gut, der Angriff ist halt ein bisschen dürftig. Aber gut. Dafür würde die Verteidigung noch ein bisschen hochgehen. Exit ist auch. Also, sehr gut. Moment. 2,5 und 3. 2,54 und 3,0. 7. Exit ist auch. Ja, gut, ist auf jeden Fall besser als das, was er jetzt anhat. Okay. Gut. Gut, dass wir mal zusammen drüber geguckt haben. Ne? Ich habe euch ja gleich gesagt, dass ich das alles habe, ja. Schön, dass ihr das auch akzeptiert. Ich habe die sogar mehrfach, sehe ich gerade. Das Amulett wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt gleich gucken werde. Ja, natürlich. Ja, super. Ach, ein klein bisschen verpeilt, aber seht es mir nach. Im Endeffekt habe ich ja zwei, eigentlich Schrägstrich drei Charaktere. Ich habe tatsächlich irgendwann mal wieder angefangen, auch den Charakter vom Laptop sozusagen hochzufahren und zu gucken. Und nachdem ich da eine Rüstung geschenkt bekommen habe, bin ich im Augenblick am Überlegen, wie ich das am besten formuliere, dass ich doch diesen Charakter gerne aufgelöst haben möchte und die Rüstung rüber transferiert haben möchte. Aber das habe ich ja auch schon mal erklärt, dass das so mein Plan ist. Vor allen Dingen hat er noch andere Dragon Forges, weil zu der Rüstung gab es damals auch noch Gems geschenkt und was nicht alles, weil ich halt schon länger nicht mehr online war. Und ja, da ich mich ein bisschen drüber aufrege, dass sie mir praktisch bei einem Computerwechsel, bei dem einen, also bei dem Handycharakter, eine Epic weggenommen haben. Also was heißt weggenommen? Die war einfach nicht mehr da. Ich hatte die aus einer Schachtel gezogen und dann aus einer Kiste und dann den Charakter transferiert und dann war sie weg. Und ich habe die auch noch nicht wiederbekommen und wahrscheinlich werde ich die auch nicht mehr wiederbekommen, auch wenn ich am Anfang der Meinung war, die geben mir die bestimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich ein toller Ausgleich und ich hätte dann das gerne irgendwie transferiert. Ist nur die Frage, ob Gui sowas macht, ja. Muss man dann mal schauen. Gut, okay, soweit zu den Schlachtplänen. Ich hoffe, es war jetzt mal nicht nur eine ganz so knappe Folge, nur mit Queen Nessel, Nesselkönigin, Queen Needle, Nettle, Nettle. Ach, Englisch bin ich ja nicht so gut, wie ihr wisst. Indisch könnte ich jetzt viel besser. Ja, gut, okay, ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wesentlich mehr Glück als mir. Tschüss, bis dann, euer Eid.